Wie schon vorhin erwähnt, das ist unser erster Titelkampf. Jetzt kurz die Einweisung vom Referee. Und dann geht es auch schon los. Karl Proderuti gegen Irshad Kukurian. Proderuti hier der Größere in dem Kampf. Eventuell auch ein Reichweitenvorteil. Schöne Linke von Kukurian. Eins, zwei von Proderuti. High-Kick von Proderuti. Die Linke wieder von Kukurian. Schöner Abpacker von Kukurian. Die Linke von Kukurian landet immer. Da jetzt auch noch von Proderuti auch noch die Linke. Beide sehr, sehr technisch starke Kämpfer. Knie von Proderuti. So, 25 Sekunden noch, dann ist die Runde auch vorbei. Der Kampf geht über drei Runden. Hopp. Da ist Karl Proderuti höchstwahrscheinlich ausgerutscht. Und das war's mit der ersten Runde. Schöner Kampf, definitiv schöner Kampf. Karl Proderuti gegen Irshad Kukurian. Es geht hier um den es ist ein Titelkampf im K1. Wer wird der neue österreichische K1-Champion bis 73,5 Kilo? Karl Proderuti oder Irshad Kukurian? Echt sehr, sehr guten Niveau. Runde 2.
Schöner Rechter. Schöne Rechte von Karl Proderuti. Schöne Kombo von Gopurian. Schöner Mittelkick. Proderuti gibt Vollgas, geht nach vor. Schöner Rechter. Ich glaube, da ist ein Mundschutz. Ja, sein Mundschutz ist da rausgeflogen. Sehr schön, sehr schön. Und sehr schön von ihr, Schatz. Sehr. So, zweite Runde zu Ende. Jetzt mit den letzten paar Moves hätte ich gesagt, dass die Runde Irschat gehört. Erste Runde könnten wir Karl geben, also Karl Proderuti, zweite Irschat Gopurian. Jetzt wird es spannend. Wer macht die dritte Runde? Vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber was ich jetzt einmal so gesehen habe, Brian müsste die dritte Runde alles entscheiden. Da haben wir jetzt wieder ein paar Highlights. Jetzt kommen wir zur letzten und entscheidenden Runde. Wer holt sich den Austrian FC Titel im K1? Bis 73,5 Kilo. So. Karl Proderuti beginnt einmal mit einem Mittelkick. Zweiter Highkick. Irschat kontert mit einem Lowkick. Beide versuchen jetzt mal die Distanz zu kriegen, wieder in den Rhythmus zu kommen. Schöne linke von Irschat.
Jirschat Koporians linke ist sehr, sehr gefährlich. Karl Brodaroth hingegen hat sehr, sehr starke Kicks. So, wir sind jetzt im letzten Drittel, 50 Sekunden noch. Schöner Highkick. Die linke wieder von Jirschat. Jirschat Koporian reklamiert was. So. Kampf ist over zwischen Karl Brodaroth gegen Jirschat Koporian. Drei Runden, drei Minuten um den Austrian FC K1-Titel bis 73,5 Kilo. Hier noch ein paar Highlights. Schöne linke von Jirschat, danach gekontert von Karl. Da ist der K1-Titel. Jirschat Koporian. Er hat es gemacht. Er ist der neue Austrian FC K1-Champion bis 73,5 Kilo. Die Punkterichter haben sich dafür entschieden, dass Jirschat den Kampf gegen Karl Brodaroth gewonnen hat. Respekt an beide Kämpfer. Das war, müsste ich jetzt sagen, bis jetzt rein technisch einer der besten Kämpfe.